liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Gamer Nico, und herzlich willkommen zu der 27. Folge von Far Cry 5. Ja, und wenn man zum blöd ist, Aufnahme zu drücken, dann passiert sowas. Alter! Ey, ist doch nicht wahr! Was ist denn das? Ey! Ohne Witz! Das ist zum Kotzen! Immer ruhig bleiben. Willst du mich hier verarschen? Meine Fresse, seid ihr nervig. Ihr Wichser! Selber Wichser.
Heimwerker, yay. Gibt es sonst noch was, was ich holen kann? Was ist das denn? Es ist wichtig, dass ihr Folgendes denkt, wenn ihr Seelen auswählt, die gerettet werden sollen. Reine Seelen. Das ist ein Muss. Ist eine Seele von der verderbten Welt befleckt, dann schaut dem Menschen in die Augen, um zu sehen, ob er erlöst werden kann. Jede Seele muss in die Reinigung durchlaufen, ehe sie in den Bunker gebracht werden. Klarer Verstand. Wir brauchen Menschen mit viel Intelligenz, Talent und Fähigkeiten. Vor allem müssen sie beweisen, dass sie ganz den Aufbau einer besseren Welt verschrieben können. Gesunder Körper. Nehmt die Gesunden, nehmt die Starken, nehmt die Jungen. Die Kinder von heute sind die Mütter und Väter von morgen. Alles klar. Nette. Ich hasse es jetzt schon. Bunkerzugang gewährt. Abriegelung ausgeschaltet. So. Ihr habt also vorgesorgt. Echt nur teilweise. Wenn wir diesen Ort nicht verteidigen, werden wir nicht überleben! Okay. Okay, so weit, so gut, sag ich jetzt mal. Okay, Möbel. Beginnt für euch alle ein neues. Eins voller Frieden, Eintracht und Liebe. Eins, in dem ihr mich als euren Vater annehmt. Eins, in dem ihr die Wärme meiner Liebe empfangt. Finde Deputy Hunsen. Na, hoffentlich finden wir die. Na, ich sehe dich. Tja. Tut mir leid.
Alter. Oh, schade. Sorry, ich war voll konzentriert. Aber wirklich. Alter. Ich hoffe, ich muss... Nein, bitte. Bitte lasst mich im Bunker weiter vorangekommen sein. Ich glaube nicht, ich muss... Ach nein, nein. Alles klar, danke. Oh. So, wir müssen da lang. Ganz. Das war ein Gesichtsschuss. Na, wo steckt der andere? Somit zum Ablenkung. Oh, doch nicht. Den einen hat sie erwischt. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Den hat sie auch erwischt. Okay, wie ich das gemacht habe. Okay. Sehr schön. Für John. Alter, ach man, ich kam nicht weg wegen der scheiß Palette da. Ernsthaft. Wegen der scheiß Palette. Alter. Kein Wunder, dass die das Let's Plays bei mir so lange gehen, besonders solche. Wenn ich ständig hier verkacke. Das Versagen des Gamer-Dequos. Lauf mir in die Arme. Er ist mir in die Arme gelaufen. Ja, wie hoch bist du deine Waffe noch eben?
Alles klar. Ja, der hält auch seine Waffe ganz schön hoch. Bitte nicht. Ja. Du? Oh Gott. Oh Gott. Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ja, was hättest du denn gedacht? Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder... Alles klar, beruhig dich mal, Mädel. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Oh Mann. Die anderen. Okay. Da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Alles klar, die alle sauer. Komm schon, wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Sortiert. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Okay. Okay, geh runter und hol die Gefangenen raus. Kümmere dich um die Schlösser. Ich funk dich an. Die Notausgänge wurden entriegelt. Gleich, meine Liebe. Alter, das Fass steht im Weg. Wir können uns nicht so einsperren.
Fass im Weg steht, ey. Ey, das Fass trollt mich. Ja. So. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße! Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Jawohl. Alles klar. Warte, warte, der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Okay, halt die Augen offen. Ich habe dir eine Plattform vom Raketenabschusssilo herabgelassen. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggy! Lass sie nicht unsere Leute befreien! Headshot. Alter, scheiße. Das war wieder mal klar, dass so ein Arsch hier ist. Voll gepackt mit Rüstung und sonst was. Ah, kotzt das an. Ihr müsstet theoretisch jetzt eigentlich die jetzt da anfangen mit dem Kontrollraum. Nix da. Diesmal nicht, Freundchen. Zerstör die Konsolen. Das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien. Schieß auf, jag sie hoch. Beeil dich unterwegs. Multiple Systemfehler. Elektrisches System abgeschaltet. Und jetzt? Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Na bitte, arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Okay. Aber Leute, wir müssen jetzt schon die Folge beenden. Tut mir leid. In dementsprechend sage ich wie immer Zocko. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamadico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.